Hallo liebe Schlagzeuger, ich bin Matthias von Time to Groove und heute erzähle ich euch hier am Drumset etwas von dem sogenannten Rock 1. Viel Spaß! Ja, wie schon gesagt, Rock 1 werden die meisten von euch nicht wissen, was es ist. Ich stelle euch heute aber mal vor. Die Schüler, die bei mir sind, wissen genau, was ich von ihnen will. Es ist ein sogenannter Achtelrock. Achtel bedeutet ja, ne, wir sind im Viervierteltakt und dieses Mikrotiming bedeutet Achtelnoten. Heißt, wenn ich vorher gezählt habe, 1, 2, 3, 4, kommt jetzt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist unser sogenanntes Mikrotiming, kann man an der Hi-Hat spielen oder am Ride-Becken, völlig egal, brauchen wir beides. Okay, dann wisst ihr ja schon, ne, wir haben es in den letzten Videos schon gesprochen, die Snare kommt auf 2 und 4, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, man könnte jetzt also schon mal probieren, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wenn wir den sogenannten Achtel-Urrock, bezeichne ich den immer, spielen wollen, brauche ich jetzt noch auf die 1 und die 3 eine Bassdrum dazu und schon ist dieser Achtel-Urrock fertig. Der geht folgendermaßen, 1, 2, 3 auf 1 die Bassdrum. Den bezeichne ich gerne als den 8-Uhr-Rock. Beim Rock 1 kommt jetzt noch eine Bassdrum dazu. Ne, wir spielen ja jetzt gerade die Bassdrum auf die 1 und die 3. Und im Rock 1 kommt die Bassdrum auf die 1, die 3 und die 3 und. Bedeutet 1, 2, 3 und 4. Ich sage immer, ab der Phase bekommt der Rock ein Gesicht. Das heißt, ne, wenn man die ganze Zeit irgendwie den Urrock spielt, kann es irgendwann passieren, wenn man nicht mitdenkt oder mitzählt oder so, dass man nicht mehr weiß, welches sind die 1 oder die 3. Das passiert ja im Rock 1 nicht mehr. Das ist die 1, wo die eine Bassdrum ist und die 3, wo die 2 Bassdrums sind. Ja? Okay, ich spiele euch mal vor, wie er gehen soll. 2, 3, 4. Hört sich schon richtig toll an und kann man relativ häufig einsetzen. Auch hier nochmal ganz kurz auseinandergelegt. Ne? Wenn ihr nicht so richtig klarkommt, den sofort zu spielen, macht vielleicht erstmal separat. Rechte Hand, rechter Fuß. Oder rechte Hand. Und rechter Fuß, Quatsch, Entschuldigung, rechter Fuß, linke Hand. 1, 2, 3, 4. Ja, wenn ihr das so ein paar Mal gemacht habt, irgendwann gelingt es euch auf jeden Fall. Ich spiele nochmal ein paar Takte Rock 1, 3 und. So viel zum Rock 1. Viel Spaß, bis bald, euer Matthias. Ciao.